Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schauinslandreisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren. Mittwochmittag, 14 Uhr zu Duisburg. Ich bin verabredet mit Thomas Bröker, einem der 8 Neuzugänge beim MSV. Hi, Thomas. Hi, Birte. Geht's dir gut? Ja, danke. Und selbst? Ja, auch. Schön. Wollen wir? Ja, gehen wir uns den Zoo angucken. Der Angreifer spielte seit 2012 beim 1. FC Köln. In der letzten Saison kam er aufgrund von Verletzungen jedoch nur 4-mal zum Einsatz. Nun läuft er mit der Rücken Nummer 8 für den MSV auf. 2 Spielzeiten plus Option auf eine weitere Saison wird er als Mittelstürmer für die Zebras auf dem Rasen sein. Grund genug, den Zebras im Zoo einmal einen Besuch abzustatten. Tun die was oder können wir die einfach anfassen? Ja, nur vorne am Auge, bei dem muss man aufpassen. Okay. Also gehen wir dahin. Nee, er will noch nicht ganz. Ja. Oh, okay. Ja. Mögen keine Blondinen. Nee, ich glaube auch. Fußballspieler mögen sie lieber. Ja, wir haben auch 2 Kaninchen zu Hause. Ich denke, das spüren die. Das ist schon stark, solchen Tieren mal so nah zu sein. Nach anfänglichen Berührungsängsten können wir uns doch noch mit den Vierbeinern anfreunden. Da darf ein Erinnerungsfoto natürlich nicht fehlen. Kannst du mal ein Foto machen? Wenn wir schon mal hier sind, muss die zu Hause ja ein bisschen neidisch machen. So nicht abhauen, so stehen wir richtig. Jawohl. Stehen bleiben. Ja. Ja, deine Kinder werden doch bestimmt neidisch sein, oder? Die werden sehr neidisch sein, ja. Wir verabschieden uns nur noch kurz und lassen die Zebras in ihrem Gehege dann auch wieder alleine. Wie fandest du es jetzt gerade bei den Zebras? Ich fand es wirklich außergewöhnlich. Ist mal, also sowas hat man nicht jeden Tag, dass man solchen Tieren so nah sein kann. Und ja, ich fand es ein tolles Erlebnis. Und bei den echten Zebras oder bei den menschlichen Zebras, wie fühlst du dich da? Ja, bei den menschlichen Zebras fühle ich mich auch sehr wohl. Bin wirklich gut aufgenommen worden. Ist wirklich so ein recht familiäres Umfeld. Und ja, ne, sind jetzt auch ganz gut durch die Vorbereitung gekommen, wenn man es so sagen kann. Und ja, fühle mich sehr wohl. Für mich war es halt auch wichtig, wirklich, dass ich beim Traditionsverein wie im MSV spiele. Ne, ich habe wirklich auf gut Deutsch keinen Bock mehr gehabt, ich sag mal, im kleineren Verein zu spielen, weil ich wollte auch in so einem Stadion spielen mit den Fans, was ich dann natürlich vorher auch schon hatte. Und das wollte ich weiter fortführen und von daher ist dann die Wahl auf dem MSV gegangen. Das heißt, Duisburg war auf jeden Fall für dich die richtige Entscheidung? Ja, das kann man wirklich so sagen, ja. Du hattest ja die letzte Saison bei Köln ein bisschen Pech, verletzungsbedingt. Wie glaubst du, kannst du jetzt so starten? Fühlst du dich jetzt wieder? Also ich fühle mich topfit. Mhm. So, das ist auch das Wichtigste bei mir. Ich brauche meine Fitness für mein Spiel und die letzte Saison war ich wirklich ein bisschen gebeutelt von Verletzungen und ich hoffe einfach, dass das jetzt auch mal gewesen ist und dass ich jetzt wirklich verletzungsfrei durch die Saison komme. Kratzt das denn auch so ein bisschen am Fußballer-Ego, wenn man so lange dann auf der Bank sitzen muss? Ja, was heißt kratzen? Ich denke, gerade so Verletzungen gehören dann leider auch mal dazu. Manchmal hat man so Phasen, wo es einfach auch mal ein bisschen schwieriger ist und wichtig, dass man da auch rauskommt und gestärkt daraus hervorgeht. Wie lange willst du noch spielen aktiv als Profi? Ja gut, ich bin jetzt gerade erst 30 geworden, also das Ziel ist es schon noch so bis 35 zu spielen. Ne, ich habe mir da kein genaues Alter gesetzt. Ich meine, das Wichtigste ist immer, dass der Körper mitmacht. Mhm. Und bisher macht das noch und deswegen eigentlich solange der Körper mitmacht. Was soll danach dann kommen? Ja, das gucken wir mal. Ne, also ich lasse mir das wirklich offen. Ich denke, so Trainerlaufbahn werde ich, denke ich mal, nicht einschlagen. Ich denke, ich werde irgendwo in die Wirtschaft gehen. Und das ist eigentlich angedacht. Wie hast du so angefangen mit dem Fußball? Seit wann spielst du schon? Ja, eigentlich wirklich ganz, ganz klassisch. Ich glaube, mit 6 Jahren dann wirklich in die Minikicker gekommen und habe dann ganz, ganz klassischen Weg nach oben gemacht. Und bin jetzt schon seit 24 Jahren dann dabei und bereue es auch nicht. Bei welchem Verein hast du gestartet? Ich habe damals bei einem kleinen Dorfverein in der Nähe von Meppen habe ich gestartet. Und bin dann zum SV Meppen gegangen und von da über die Jugend zur ersten Mannschaft. Und habe damals ein Probetraining beim 1. FC Köln gemacht und habe auch nie wieder so gut trainiert wie an dem Tag. Also manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben und dann haben sie mich genommen, mich verpflichtet und da ist der Weg dann fortgesetzt worden. Ja. Fühlt man sich dann noch so ein bisschen verbunden zum Beginn, zum Startverein?
Ja, natürlich. Gerade der SV ist mein Heimatverein. Da habe ich wirklich früher die ganze Jugend verbracht und auch ein Herrenjahr. Und natürlich, klar, der FC natürlich, da bin ich Profi geworden. Und ja, sind beides natürlich dann auch demnach besondere Vereine für mich. Vielleicht wird ja auch der MSV Duisburg nochmal ein ganz besonderer Verein für ihn. Bevor es für den 30-Jährigen wieder auf den Trainingsplatz an der Westender Straße geht, bleibt aber noch eine Sache zu klären. Welcher Zoo gefällt dir jetzt besser? Duisburg oder Köln? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Duisburg. Allein schon wegen den Delfinen. Der Delfinshow, das ist schon ganz, ganz stark. Obwohl der Kölner Zoo ist auch schön, ne? Aber ich finde da wegen den Delfinen ist das schon, würde ich den hier schon favorisieren. MSV stellt neuen Trikotsponsor vor. Die österreichische Outdoor-Marke Black Crevice wird den MSV in der neuen Saison als Trikotsponsor begleiten. Die Zebras werden bereits am Freitag beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in den neuen Trikots auflaufen. Der Trikotverkauf startet ab Mitte kommender Woche im Zebra-Shop. Lethieri zieht positive Bilanz aus Saisonvorbereitung. Nach knapp 4 Wochen Vorbereitungszeit zieht Cheftrainer Gino Lethieri eine positive Bilanz. Läuferisch sei die Mannschaft auf einem Top-Level. Gewöhnen müssen sich die Zebras lediglich an das hohe Tempo und die Geschwindigkeit. Dass das Auftaktspiel direkt gegen einen Aufstiegsaspiranten geht, sieht Lethieri nicht als Nachteil. Es ist ein Knallerspiel, aber die Freude ist groß. Ich meine, dass Kaiserslautern ein Top-Favorit in dieser Liga ist, ist auch klar. Aber ich denke, wir können dann nach diesem Spiel, haben wir auch Erkenntnisse, ja, wo es vielleicht bei uns noch fehlen könnte. Und deswegen denke ich, dass dieses Spiel für uns ganz gut ist. Um 20.30 Uhr wird am Freitag gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Schauinsland-Reisen-Arena angestoßen. Die Zebras und die Roten Teufel treffen bereits zum 61. Mal aufeinander. Vor allem die Bilanz in der zweiten Liga ist ausgeglichen. Bei 8 Aufeinandertreffen konnten sowohl der MSV als auch Lautern je 2-mal gewinnen, 4-mal trennte man sich unentschieden. Zebras sammeln fast 40.000 Euro mit Zumba-Aktion für schwerkranke Katharina. Für die Stiftung Helft Katharina, die Zebra-Star Branimir Bajic ins Leben gerufen hat, wurden am Sonntag beim Stadtfest der Duisburger Füchse 37.777 Euro gesammelt. Initiator Baja zeigte dafür gemeinsam mit Kevin Wolze, Enes Hayri, Nico Klotz und Zlatko Janic sowie 5 Spielern der Duisburger Füchse und Rapper Barracuda, dass er sich nicht nur mit dem Ball, sondern auch zu den Zumba-Klängen bewegen kann. Gemeinsam mit den Zumba-Instruktoren Tatjana Tappe und Safira Sharur konnten die Duisburger für 5 Euro an der Aktion teilnehmen. Alle Einnahmen kamen der Stiftung Helft Katharina zugute, die das 11-jährige krebskranke Mädchen unterstützt. Gewinnspiel zu Revierderby gegen VfL Bochum. Für die Revierderbys am 1. August sowie am 20. Dezember gegen den VfL Bochum verlost die Thiemeier-Gruppe einen besonderen Stadionbesuch. Zu gewinnen gibt es je eine Fahrt zum Stadion mit 2 Fußballlegenden durch das Ruhrgebiet. Das Gewinnspiel sowie alle weiteren Informationen gibt es im Internet unter www.thiemeier.de/derbybus. Zebravision wird Ihnen präsentiert von Schauinsland Reisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren.